Leona kann ihm eh nicht aufhalten. Jinx ist in der Mitte, wie man sieht. Tja, warum sollte man sich da nicht den Blubber holen? Also ich würde mich mit der Leona anlegen an seiner Stelle, weil ich glaube, die kriegt die eh nicht down. Da kommt das Serat noch, warum also nicht? Lol, sie killt ihn echt noch. Sie killt ihn. Oh mein Gott, sie hat ihn echt noch gekriegt. Ey, what the fuck. Na gut. Das ist auf jeden Fall sehr nice. 25, das Geld ist ausgeglichen wieder, meine Freunde. Es gibt keinen Geldvorteil mehr, aus dem einfachen Grund, da das Gegnerteam hart farmt im Vergleich zum anderen Team. Außer Jinx ist jeder outfarmt und Jinx hat... Oh mein Gott, dieser Farm, ne? Der Flash! Dieser Flash! Dieser vollkommen sinnlose Flash, einmal über die Katharina drüber. Warum denn nicht in das Gebüsch rein, was am Rand steht? Oh mein Gott. Ich wollte hier irgendwie so Spannung versuchen aufzubauen, mal, weil ich fremdes Let's Play fremdes Spiel kommentiere. Aber man kommt gar nicht dazu, Spannung aufzubauen, man weiß gar nicht, wie die Spannung stattfindet, weil einfach blind auf alles draufgehauen und hat sich bewegt. Top wird gepusht, sehr schön. Andererseits wird unten die Botlane auch gepusht, das ist also ein zweischneidiges Schwert. Morgana kann zwar nicht so schnell pushen, aber wer weiß. Die Jinx, ne? Diese Jinx. Tot. Dazu noch die sinnlos gezündete Ulti. Serat steht da drinne. Serat steht da drinne und macht gar nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und oh mein Gott. Vayne, geh doch zurück. Ja. Oh nein. Echt jetzt? Der Boric! Warum hat er jetzt die Ulti gesetzt, ey? Es ist... LOL. LOL. Der Nuke-Type hat jetzt echt das Spiel verlassen. Also ich hoffe, das hat er nicht getan aus dem Grunde, dass sie verlieren, weil das wäre echt so ziemlich scheiße, sowas. Sowas mag ich echt auch überhaupt nicht. Schade, dass man den Chat nicht sehen kann, aber ich glaube, da wurde ich gerade richtig geraged. Okay. Das ist natürlich doof, ne? Sie haben immer noch geführt, die Blauen. Auch wenn es knapp war, aber sie haben noch geführt. Vor allem ist Katharina hart gefeedet, die kann das Spiel reißen. Und jetzt ist natürlich die Leona AFK, der Tank im Team. Ist, naja. Gestorben, okay. Wäre vielleicht ein Zeitpunkt für die Ulti gewesen in dem Moment. Und tot. Nee, nicht, okay. Doch tot, okay. La 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 la, Leben tot, so, okay. Okay, da wird jetzt hart durchgepusht, jetzt ist geldmäßig wieder total Gleichstand. Und Katharina kann die beiden höchstwahrscheinlich nicht auffallen, aber die beiden können das schaffen. Oh, nice! Oh, kriegt er noch den dritten Kill? Kriegt er noch den dritten Kill? Jawoll. Richtig nice. Okay. Aber der Dodge von der Katharina hat mir gerade am besten gefallen. Ja, ist natürlich scheiße, dass die Leona jetzt gerade AFK ist, ne? Sonst würden sie das Ding easy reißen. Die könnten jetzt komplett durchpushen einmal. Wenn die Leona noch da wäre. Ich hoffe ja sehr, dass die jetzt wieder online kommt, weil...
wäre scheiße, so ein... Ich meine, ich nehme jetzt hier gerade auf, möchte dir nachher noch Bescheid sagen, dass ich das aufgenommen habe und dann ist er offline gegangen in dem Spiel. Naja, es ist... naja. Okay. Ah, Pantheon, ganz dumme Entscheidung. Okay, zu zweit geht's. Aber ihr solltet aufpassen, ihr habt keine Vision. Ich guck mal kurz die Vision an. Ihr habt keine Vision, ihr seht nur den Ranger. Und ja, da ist es vorbei. Wie sieht's wieder? So, das ist die Gesamtvision. K6 entkommt. Das ist die Vision des roten Teams. Die sehen ebenfalls absolut gar nichts. Blaues Team sieht nur Serrat gerade. Das violette Team hat den Drachen getötet. Ja, na gut. Richtig behinderter Engage. Und Ben hat sogar ihre Ulti noch gezündet dafür. Pantheon, was machst du? Pantheon, du hättest sie jetzt so schön anspringen können. Katharina. Katharina, was machst du? Oh mein Gott, Katharina. Sehr schön, Pantheon. Wenigstens hast du den Kill noch geholt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Warwick anlegen solltet. Na okay, gut. Jetzt pusht aber auch noch ein bisschen zurück. Ihr habt zwei Leute getötet. Na gut, die beiden anderen sehen sie gerade nicht. Das ist... Uhuhu, Rengar nähert sich gefährlich in Top Tower. K6 soll die jetzt die Botlane kurz zurückpushen. Sehr schön von der Jinx gemacht, dass da reagiert hat. Und da stirbt K6 jetzt. Nee, ein kommt. Aber Pantheon sollte echt weggehen jetzt, weil sonst regt der ab. Gegen eine Vayne würde ich echt nicht einfach das 1 machen. Pantheon ist auch gut gefeedet. Leona ist leider immer noch nicht da. Tja. Könnte das Ende sein für das blaue Team. Natürlich wäre es ziemlich geil, wenn wir jetzt hier ein 5-4 vs 5 Win betrachten würden. Das wäre natürlich episch. Weil Teams reißen sich meistens ordentlich zusammen, wenn sowas passiert. Jinx, jetzt will ich an der Stelle schnell weggehen. Sehr schön. Nice gemacht, Katharina. K6 gegen... Jawohl, den haben wir bekommen. Jetzt zurückgehen, Leute. Nichts riskieren. Geht bitte beide zurück. Oh mein Gott, geht bitte beide zurück, ihr sterbt beide jämmerlich. Er hat keinen einzigen Schuss getroffen, war nicht schlecht. Na gut. Rengar kriegt den Tower da. Katrix rennt da nicht rein, du bist sowas von... Ah nein, Katharina kommt, Katharina kommt! Der Pantheon Ulti wäre jetzt traumhaft. Pantheon stirbt. Nein! LOL. Pantheon, was machst du? Nicer Jump, aber das war unnötig.
Das ist der Moment, wo sie echt weggehen sollten jetzt, ne? Zumindest der Pantheon. Sehr schön gemacht. Aber K6 ist dann nicht wieder. Sehr gut. Sehr schön. Und jetzt die Morgana noch, wenn ihr Glück habt. Die bleibt da echt stehen. Komm schon! Hilf dem! Hilf der Jinx! Nice! Er kriegt keinen von den beiden. Er kriegt keinen. Oh, das passiert, wenn man die Ulti auf die falsche Person setzt. Na okay. 41, 39, 20, what the fuck? Aber die müssen echt anfangen zu farmen. Das Gegnerteam behält den Goldvorteil nur durchs Farming. Das muss man sich mal überlegen. Nach 30 Minuten sollte man 180 Farm haben. 4 von denen haben nicht mal 100. Tot. Sowas von tot. Das war jetzt das war jetzt nicht gut. Da haben sie echt zu lange gebraucht jetzt, und das hat die hat sie jetzt Leben gekostet. LOL, der Flash. Ich feier diese Katharina so hart, ne? Was war das denn? LOL. Ach, er kriegt ihn, okay. Also die Katharina feier ich richtig hart, sie ist richtig gut, also kann man nichts gegen sagen. Aber das da können sie jetzt ihnen das Bein brechen. Wenn sie den Tower verlieren sollten. Pantheon macht da gerade richtig dummen Fehler. Tja. Das war ein richtig dummer Pantheon-Fehler, Fehler von Pantheon, dass er da so lange gewartet hat. Hat sie im Endeffekt einen Tower gekostet, der sehr viel wert ist. Aber na gut. I Love Martini kommt da an. Morgana. Ach, ja, ja. Guckt euch die Morgana an, die hatte 6-2, jetzt hat sie 9-10. Das passiert, wenn man dem AD Carry die Kills wegnimmt. Es bringt nämlich gar nichts. Man braucht einen AD Carry im Spiel und das versteht die Morgana, glaube ich, nicht so ganz. Sehr schön gedodged von der Vayne. Okay. Ich glaube, das Spiel wird sich entscheiden, je nachdem, wer den Baron bekommt. Ich glaube, das wird so bei dem Spiel da die Entscheidung sein. Morgana immer noch full AP. Na gut. Da sind wir, das Sonjas gewesen. Rabado. Nee, Sonjas, das verpasst. Und tot. Alle tot. Also kampftechnisch ist das blaue Team auf jeden Fall besser. Und wenn sie Glück haben, bekommen sie jetzt sogar ihren ersten Tower. Nur Rengar, der dann noch pusht. Der Rengar sollte sich jetzt überlegen, ob er wirklich den Tower macht oder ob er da nicht lieber seinem Team hilft, weil das könnte jetzt echt sein. Ja, der Rengar, der nee, nee, die Katharina macht das schon richtig. Und ihr sterbt jetzt wahrscheinlich alle. Lol, der Warwick. Er hilft nicht. Der Warwick hilft dir nicht. Z
die haben echt noch beide Türme verloren, obwohl der Warwick längst da war. Oh mein Gott. Das ist echt heftig. Das wird ein 4 zu 5, dass die 4 gewinnen wahrscheinlich. Gut, Rhaegar hat noch einen zweiten Turm gekriegt, aber... ja. Das violette Team hat gar keinen Turm mehr. In der Mitte. Und das blaue Team erhält super was ein. Das ist jetzt echt hart. Das ist echt hart für das Team. Ich bin echt gespannt, ob die 37 Minuten 7 hinhauen. Das würde ich nämlich gar nicht raffen. Wie das Spiel das vorher schon feststellen konnte. Aber okay. Ich raff das echt nicht, wie das Spiel das vorher feststellen konnte, weil als ich das Spiel gestartet habe, stand da, ist als Leona im Game seit weniger als einer Minute. Wie will das Spiel da feststellen, wie lange die schon spielen? Warwick wird hier sterben an der Stelle wahrscheinlich. Nee. Oh. Geohnt von Zerat. Okay, 3 gegen 4. Ihr habt Katharina nicht dabei und du bist Half-Life Pantheon. Das wäre das Dümmste, wenn ihr da jetzt engagen würdet. Der Rhaegar alleine würde wahrscheinlich 2 von euch killen. Und Warwick hat seine Ulti noch nicht raus. Das, ja, das ist der, das ist dieser typisch dumme Engage. Alle tot. Ich würde sagen, die sind alle tot. Er hat keine Ulti. Warwick? Er hat keine Ulti, oh mein Gott, er hat keine Ulti, aber das war es trotzdem für ihn. Ja, nur noch K6 da, das könnte das könnte auch das Ende gewesen sein. Obwohl, ja, K6, du solltest vielleicht gucken, was auf der Botlane Katharina sieht. K6 reagiert, okay. K6 reagiert. Aber zu spät. Katharina, geht er nicht rein. Geht er nicht? Die Vayne, ne? Diese Vayne. LOL! Der Damage! Der Damage! Oh mein Gott! Das ist so eine Kombination von Fails. Einfach nur. Und da kommt Katharina. Ich würde aufpassen. Ein Binding von der Morgana. Und du kannst es vergessen. Ein Inhibitor des violetten Teams wird bald wieder aufgebaut sein. Pantheon hat es wahrscheinlich geschrieben. Stop alone, we must go for. Oh, sowas. Ja. Gut gedodged. Schön gesehen. Wurde nicht mal ein Wortstand von denen. Ja, jetzt bleibt nur noch die Verteidigung übrig. Und das ist echt hart, wenn sich ein 5er gegen ein 4er Team verteidigt. Und zwar richtig verteidigt. Das kann böse ausgehen. Vor allem hat Katharina kaum Leben. Das ist gerade ihr größter Fehler. Dass sie mit so wenig Leben als... Sie muss dieses Ding jetzt... Sie gibt dem Warwick Attack Speed. Wenn sie Pech hat, dann kommt der Warwick direkt jetzt auf sie zu. Ja. Ja. Er rennt direkt auf sie zu. Und wenn... Eieiei, Jinx. Tot. Warwick stirbt. Yep. Für das violette Team. Die haben richtig Glück, dass da die beiden AP-Carries sind. Ach nee, guckt mal die Botlane an. Das wären das die beiden AD-Carries, dann wäre das Spiel jetzt gelaufen. Serat versucht es über die Botlane, aber 20 Sekunden sieht eng aus. Morgana pusht ebenfalls. Die machen es beide richtig, aber es wird nicht viel bringen, glaube ich. Oh mein Gott, und ob das was bringt, guckt mal die Botlane an.
Oh mein Gott, guck die Botlane. Oh, 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 oh. Die könnten das echt verlieren noch jetzt. Serat, was machst du? Alle Lanes eingepusht und was für Waves damit kommen. Und jetzt der Ratter nicht weggeht, dann könnte das Ende für das Blau irgendwie... Boah, es ist so hin und her, ey. Auf jeden Fall erstmal die Waves zurückdrängen, Leute. Ihr müsst auf jeden Fall die Waves zurückdrängen. Katzix, was machst du? Nicht schreiben! Handeln! Nicht schreiben, handeln! Oh mein Gott. Das ist ein richtig knappes Game. Das blaue Team hat absolut gar keine Türme mehr, außer einem Nexus. Dafür hat das violette Team noch 4 Türme, dafür aber am Nexus keinen mehr und hat den Nexus full. Und ihr dürft jetzt auf keinen Fall rausgehen, Leute. Das ist euer Ende. Was macht ihr da für einen Scheiß? Ihr hattet das so gut wie gewonnen. Ihr hattet das so gut wie gewonnen. Ach, ist das schade, echt. Es wäre fast ein 4 gegen 5 gewonnen. Sie hatten das echt so gut wie in der Tasche und jetzt am Ende so ein Scheiß. Tja. Ich würde sagen, das war ein schönes Spiel. Wäre die Leona drin gewesen, hätten sie das easy gewonnen. Boah, sehr schön. Ja. Aber das war's. Es hat echt... Ne, es hat länger gedauert als 37,7, okay. Tja, ich war ein schönes Spiel. Schade, dass es im Endeffekt so vermasselt wurde, dann da hätten sie echt einfach mal ein bisschen nachdenken müssen. Aber das ist halt typisch in Bronze so. Leona, ja, bin sehr enttäuscht von dir. Ich werde dir das trotzdem senden dann. Ich werde es natürlich trotzdem raushauen. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, meine lieben Damen und Herren. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Mal gucken, was das dann wird.